Die Ligatitel wurden vergeben und wie versprochen jetzt ein Video, wer denn der Champions League gewinnen könnte. Ihr habt euch das letzte Mal gefragt, als wir auf die Champions League reagiert haben, und heute gibt es das Video, warum Bayern München meiner Meinung nach eventuell wieder bereit ist für ein Triple. Also schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Ahmed. Wir haben ja schon mal ein längeres Video gehabt über die Champions League und uns kleine Tipps abgegeben. Heute aber, nachdem wir die Ligen angeschaut haben, wie versprochen, habe ich euch gesagt, ich werde mir die Spiele ein bisschen genauer anschauen und mir ein Bild machen von Real, von Barca, von Juve und, wie sie alle heißen. Und bin zum Entschluss gekommen, ich glaube, Bayern München wäre bereit dieses Jahr für das Triple. Warum und warum nicht, das besprechen wir gleich. Wir machen es ganz einfach, wir schauen uns die Mannschaften an, gegen, ja, die Bayern München eventuell gegen die spielen würde im kommenden Verlauf der Champions League, und schauen mal an, was die in der Liga gemacht haben, was so gut lief und was nicht so gut lief. Und die erste Mannschaft, gegen die spielen könnten, denn seien wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass Chelsea nochmal zurückkommt gegen Bayern München, wäre Napoli oder Barcelona, und da gehe ich erstmal mit Barcelona mit, da ich denke, dass Napoli auf jeden Fall eine Mannschaft ist, die bezwingbar ist. Also, die erste Mannschaft gegen Barcelona. Ja, was momentan bei Barca passiert, ist für jeden ein großes Fragezeichen. Darüber habe ich auch ein extra Video gemacht. Über die Lage von Barca, über die Trainerlage, über Vorstandslage und. La Masia, wir haben so viele Probleme momentan bei Barcelona. Innerhalb des Platzes und außerhalb des Platzes, dass überhaupt gar kein Platz oder gar keine Zeit ist zum richtig Fußballspielen. Das vorletzte Spiel gegen Osasuna, 2:1 verloren und damit die Meisterschaft Real Madrid geschenkt. Am Ende 7 Punkte hinter Real Madrid und das Jahr sieht wirklich gar nicht gut aus. Und man muss sagen, die Trainerrolle ist immer noch nicht gut besetzt, deswegen Setién, ob er Trainer bleibt oder nicht, hängt vielleicht von der Champions League ab. Und er muss dort wirklich punkten. Klar, am letzten Spieltag hat man nochmal die Sau rausgehauen, 5:0. Aber bei Barca läuft momentan vorne und hinten nicht. Weder Griezmann, der Neuzugang, funktioniert, noch Suarez, noch Messi funktioniert wirklich. Und irgendwie ist man, ja, nicht die Mannschaft, die man eigentlich Barca kennt. Und wenn man zum Beispiel vergleicht bei Bayern München, wo die in der Lage sind, wirklich 33 Mannschaften in der Bundesliga, quasi alle anderen, zu schlagen, sehe ich das bei Barcelona nicht. Eben das Beispiel wie Osasuna. Noch nicht zurückkommen können und die Liga zurückgewinnen können gegen Real Madrid. Man war ja vor Real Madrid und am Ende hat man sich überholen lassen. Also, bei Barca stimmt so momentan einiges nicht und ich glaube, dass nicht mal die Champions League dafür bereit ist. Wir ziehen mal eine Parallele, zum Beispiel 2012, 2013, wo Bayern München schon mal Barcelona geschlagen hat und am Ende 7:0. Also das vergessen vielleicht auch manchmal Leute. Barca ist zwar Barca, aber wir müssen auch die aktuelle Lage betrachten. Und ich glaube, es könnte sein, dass es vielleicht sogar noch mal eine Klatsche gibt. Gehen wir aber nicht so weit und nicht in Extreme. Sagen wir einfach mal nur, dass Bayern München in der momentanen Lage viel alles zusammenpasst. Außerhalb des Platzes, innerhalb des Platzes, die Mannschaft, Vorstand, alles drum und dran. Passt perfekt in der grünen Harmonie. Und bei Barca eben nicht. Und das wirkt sich eben auch auf die Champions League aus. Und deswegen denke ich nicht, dass Barca ein großes Problem sein wird, für Bayern München weiterzukommen. Deswegen gehen wir hier mit Bayern weiter auf der Reise und auf der Reise in die Triple-Saison. Jetzt müsst ihr euch ein bisschen, ja, imaginär das Ganze vorstellen, denn es spielen natürlich parallel Real Madrid gegen Man City. Die müssen erstmal weiterkommen gegen Man City, die 2:1 zurückliegen. Und das andere Spiel Lyon gegen Juve, wo Lyon auch führt. Also darum ist noch gar nichts sicher. Aber ich betrachte mal drei Mannschaften, die dann eventuell gegen Bayern München spielen würden. Zwar Real, Man City und Juve. Und springe von einem spanischen zum anderen spanischen, zu der anderen spanischen Mannschaft, Real Madrid. Ja, die Madrilen haben die Meisterschaft und das muss man erstmal loben, wie man zurückgekommen ist, Barcelona mal überholt hat. Zidane findet wieder die Mannschaft zusammen. Das einzige Problem oder wo die einzige Möglichkeit besteht, dass Bayern München weiterkommt, welchen Vergleich ich gezogen habe. Und zwar in der Liga. Da gab es leider zu viele Ergebnisse, die zu knapp waren. Wir haben einen 2:1 gegen Granada, wir haben 2:1 gegen Villarreal. Am Ende des Spieltages, letzten Spieltages, war man zwar Meister, aber 2:2 gegen Leganes. Im Vergleich 4:0 gegen Wolfsburg, Bayern München am letzten Spieltag, wo man schon längst Meister war. Ja, wo zieht man dann den Vergleich? Ist einfach Real Madrid nicht konstant genug, wie eben andere Mannschaften dieses Jahr? Und ist Bayern einfach momentan in der Top-Lage? Das muss man sich eben fragen. Real Madrid hat auch ein Problem in der Abwehr. Ja, sie ist besser geworden, ehrlich, muss ich ehrlich zugeben. Aber wenn wir die Gegentore betrachten, sind das einfach Tore, die vielleicht bei Bayern München nicht unbedingt fallen würden. Und wenn man sich dann halt das Spiel im direkten Vergleich mal anschaut, Bayern gegen Real, Bayerns Offensive mit Lewandowski, mit starker Außenspieler, dann muss Real Madrid aufpassen, eben nicht diese
unnötigen Tore zu kassieren, weil sonst musst du halt ein zweites und drittes Tor gegen Bayern München schießen, was nicht einfach sein wird. Also wo ziehen wir den Strich ab? Ja, beide sind Meister geworden, aber im direkten Vergleich sehe ich einfach Bayern München aufgrund dessen, was man in der Bundesliga gezeigt hat und die Konstante, die man gezeigt hat und wie deutlich man die Spiele gemacht hat und die geringe Fehlerquote bei Bayern München, ziehe ich Bayern München ein bisschen vor Real Madrid. Real Madrid ist wirklich ergebnisorientiert und das kann sie dann. Das kann sie dann auch gegen Bayern München machen und am Ende weiterkommen. Aber wenn wir das Ganze so over in einem riesen Bubble uns mal vorstellen und alle Punkte mit reinnehmen, ist einfach Bayern München hier auch Real Madrid etwas voran. Und deswegen gehe ich hier mit Bayern München. Also ab zum nächsten Gegner, Man City, wenn die gegen Real gewinnen, eben gegen Bayern spielen würden. City ist zwar Zweiter, das war aber schon zu erwarten, weil eben die Punktzahl zu hoch war gegenüber Liverpool. Also man war schon Vizemeister und das schon zig Spieltage her. Und ich sehe ein ähnliches Spiel wie gegen Real Madrid, also Bayern gegen Real Madrid. City nach dem Restart gut reingekommen, aber man muss auch sagen, die Offensive wirklich sehr effizient. Man hat einige 15-0 Spiele gehabt. Wir müssen euch vorstellen, solche hohen Ergebnisse hat auch Bayern München nur im Vergleich von den ganzen Top-Teams, die ich jetzt vorhin erwähnt habe. Also Man City, paar Spiele zu null und sehr viele Tore geschossen, wird eine Mannschaft sein, wo Bayern München wirklich aufpassen muss, nicht offensiv zu stehen. Ja, Bayern München möchte gern sein Spiel machen, aber so wird auch Man Citys Mannschaft sein. Das ist Pep Guardiola, Leute. Der Taktik-Genie schlechthin. Das einzige Spiel, was wir aber vorziehen können, ist ja die Saints-Mauer. Nee, Southampton 1-0 hat man gewonnen. Und es gibt eine krasse Statistik. 26 Torschüsse gab es in diesem Game von Man City. Und keiner ging rein. Ja, es wird schwer. Wenn wirklich Neuer und die Abwehrreihe wie eine Mauer sind, dann kann Manchester City auch gerne 100 Schüsse abgeben. Keiner wird reingehen. Und das ist, glaube ich, auch dieses kleine Moment, das kleine Quäntchen Glück, was man haben muss, wenn die Verzweiflung bei Man City anfängt, dass man kein Tor schießt. Ja, und die Nervosität auf einmal anfängt. Schießen wir noch ein Tor? Gewinnen wir oder gewinnen wir nicht? Fuck, dann schießt Bayern ein Tor, ist konsequenter und sie sind weiter. Nicht nur das, im FA Cup hat man auch gegen Arsenal verloren. Arsenal, wo ich sagen muss, ja, nicht wirklich eine starke Mannschaft. Ja, die Offensive ist gut, aber im Konzept, in den Elfspielerbereich, sehe ich nicht Arsenal wirklich als eine Mannschaft, die gegen Man City gewinnen sollte. Und daher sehe ich schon ein bisschen Probleme bei Man City, die Bayern München eben momentan nicht hat. Plus, es ist eine englische Mannschaft. Und englische Mannschaften der Vergangenheit, Leute, muss man ehrlich sagen, Champions League und England war in den letzten Jahren leider nicht so eins. Und deswegen im direkten Vergleich würde ich hier auch pro Bayern sagen, die eben Man City schlagen würden. So, das letzte, dritte Spiel ist am schwersten meiner Meinung nach, denn es geht gegen Juventus. Ja, Mr. Champions League höchstpersönlich, Cristiano Ronaldo, werden uns zurück. 2-0 lag man, glaube ich, zurück gegen Atletico Madrid und dann nochmal ein 3-0 rauszuhauen im Juve-Stadion. Das ist schon eine besondere Sache und das kann Cristiano Ronaldo und man muss hier einfach nur den Unterschiedsspieler nennen. Klar, Ronaldo macht's möglich, auch wenn er unter den Spitznamen Penaldo oder was auch immer bekannt ist, in den wichtigen Spielen ist er da. Juventus ist momentan aber auch am Straucheln. 4 der letzten 5 Spiele hat man nicht gewinnen können. Und ich nehme das Spiel gerade auf, wo man gegen Udinese Calcio verloren hat. 2-1. Und damit ist das eben das gleiche Bild wie bei den anderen Mannschaften. Barcelona oder zum Beispiel in Manchester City, die aufgrund der Saison, und ich muss sagen, die Konkurrenz in Italien verschläft auch und deswegen ist Juve Meister geworden. Ähnliches Bild wie in Deutschland. Wenn Bayern München strauchelt, wie zum Beispiel unter Niko Kovac, schaffen es die anderen Kontrahenten trotzdem nicht durchzukommen an Juve. Warum? Weil die Konstante über 34 bzw. 38 Spieltagen immer noch ja, besser ist als bei den anderen. Und das ist alleiniger Vorteil von Juve gegenüber den anderen italienischen Mannschaften. Ich finde, die Spiele nach dem Restart von Juve waren nicht gut. Ich habe kein richtiges Konzept dahinter gesehen, wie ein Ronaldo, wie ein Dybala ins Spiel genommen werden sollte. Es war eher so diese individuelle Klasse von Dybala, von Ronaldo und die einige Elfmeter, die man hatte, wo die Spieler entschieden haben. Und bei Bayern München sehe ich eben nicht nur die individuelle Klasse, sondern eben das Spielstil. Wie aufgebaut wird, wie gespielt wird, wie die Außenspieler genutzt werden, wie die Außenverteidiger genutzt werden. Ich glaube nicht, dass ein Alexandro oder ein Danilo in der Lage sind, das, was Pavard oder eben ein Alphonso Davies momentan anrichten.
Plus die Innenverteidigung stimmt auch nicht ganz. Bonucci und De Ligt oder De Ligt, wie man ihn auch nennt, passen nicht ganz zusammen. Nicht, dass der Junge schlecht ist, bei aller Liebe auf jeden Fall ein Riesentalent, aber die Kombination mit Szczęsny, das passt einfach nicht. Dieses Dreieck bildet momentan keine gute, solide Mauer und Sarri schafft es einfach nicht, irgendwas zu verändern. Und daher wird das auf jeden Fall ein Riesenproblem sein, wenn man auf jeden Fall gegen einen Gnabry, gegen einen Lewandowski antritt, gegen einen schnellen Coman antritt. Da wird Juventus auf jeden Fall Riesenprobleme haben und ich sehe nicht im Konter, also im Juve-Angriff irgendwie die Möglichkeit, die schlechte Abwehr irgendwie gleich zu machen, irgendwie die zu neutralisieren und dann die Tore zu schießen, um dann irgendwie ein Gleichgewicht zu finden. Das sehe ich einfach nicht. Die Abwehr macht es momentan aus bei Juve und ich glaube, dass man auch gegen Bayern München dann im direkten Vergleich untergeht. Und jetzt wird es eigentlich einfach für Bayern München und deswegen auch meine Aussage, warum Bayern dieses Jahr sehr gute Chancen hat, Trippelsieger zu werden. Denn die letzten vier Mannschaften wären Leipzig, Atletico, Atalanta und Paris Saint-Germain. Und ich muss sagen, aus den vier Mannschaften ist Atalanta die stärkste für mich. Sie brechen momentan alle Rekorde in der Serie A. Die Mannschaft ist wirklich, wirklich underrated. Niemand schaut denen ihre Spiele zu. Und wenn man zuschaut, denkt man sich, wow, das ist ihr Fußball, wirklich? Also sehr gut, sehr viel taktisches Spiel, sehr viele Brechmänner dabei. Also muss sagen, das ist kein freundliche Spielweise, die Atalanta auf sich bringt. Es ist sehr viel Härte dabei und das wird auf jeden Fall ein Riesenbrocken. Ich sehe Paris Saint-Germain momentan, sie hatten zwar ihre Freundschaftsspiele, die man wirklich deutlich gewonnen hat, aber Leute, sind wir mal ehrlich, gegen wen waren das? Also, die haben nicht die Erfahrung jetzt gehabt, wie dann diesen Liga-Neustart zu haben. Und ich frage mich, warum das Frankreich überhaupt entschieden hat. Man hatte noch einige Spiele zu spielen und wäre vielleicht sogar in der Lage, oder am Ende besser, wenn man Ligaspiele zu Ende gespielt hätte, für Paris Saint-Germain eben. Aus der Sicht von Paris, sehen wir es mal jetzt so, außer diese Gesundheit und so weiter und so fort. Aber deswegen denke ich, dass Paris Saint-Germain nicht unbedingt bei 100% ist. Und wenn du nicht 100%ig am Start bist, dann wird es auch gegen Bayern München leider nichts. Genauso wie gegen Atletico oder RB Leipzig. RB Leipzig, ein Timo Werner ist schon weg. Ja, und die Mannschaft, ich glaube nicht, dass man überhaupt gegen Atletico weiterkommt, denn die werden auf jeden Fall auch ein Brecher sein. Apropos Atletico, ja, die Saison, zum Glück hat man es nochmal in die Champions League geschafft, zurückgeschafft in die Top 4, aber die Saison war auch nicht wirklich klasse. Der Restart war gut, aber auch nicht perfekt. Von daher, von diesen vier Mannschaften sage ich wirklich, dass Atalanta am schwersten wird und ich wünsche mir echt ein Finale zwischen Atalanta und Bayern München. Ja, das erste Finale Atalanta, gewinnt man oder gewinnt man nicht? Sozusagen ein Rookie im Champions League Finale. Es wäre das erste Mal in der Geschichte von Atalanta. Man hat es bisher noch nicht geschafft. Und dann heißt es, okay, ein Wunder bewirken oder nicht. Und gegen Bayern München ein Wunder zu bewirken, ist, glaube ich, nicht immer ganz so einfach. Es gab zwar einige Finalisten, die immer so einen guten Rookie-Start hatten und dann am Ende ja auch gewonnen haben. Aber wie Tottenham letztes Jahr, die es irgendwie ins Finale geschafft haben, denke ich nicht, dass Atalanta es am Ende gegen Bayern schafft. Denn die individuelle Klasse. Hier muss man wirklich sagen, die individuelle Klasse. Denn taktisch gesehen, beide Mannschaften und im Gesamtkonzept Mannschaft sehe ich wirklich beide auf Augenhöhe, muss ich sagen. Also, dass man Atalanta dann als viel schwächer als Bayern München einschätzt, finde ich als underrated. Wirklich eine underrated Mannschaft, wo man nochmal ganz genau die Spiele betrachten muss. Schaut es euch an, schaut, was da gespielt wird. Es ist ein wirklich sehr guter Fußball, sehr schneller Fußball, robuster Fußball. Und wenn die als Mannschaft an einem Tag, wirklich ein prima Tag, so direkt von nach dem Aufstehen, best gefrühstückt, mit einem super Magengefühl raus auf dem Platz, dann kann es vielleicht sein, dass wir ein Wunder erleben. Aber wie hoch ist denn die Chance, dass sowas passiert? Und wir haben eine deutsche Mannschaft im Finale, von daher gehen wir einfach mal davon aus, Atalanta verliert gegen Bayern München im Finale und damit hätten sie diesen Triple. Also, das war eine ganz kurze Konstellation, wie ungefähr das Ganze ablaufen wird. Viel spannender waren natürlich die Mannschaften hier zwischen Barcelona und Man City, Real und Juve. Das werden auf jeden Fall ein paar Brocken sein und wenn Bayern München die schlägt und ins Finale geht, dann muss ich sagen, Hut ab, dann habt ihr euch auch wirklich diesen Champions League Titel verdient. So, wie seht ihr das Ganze? Schätzt mal eure Meinung ein zu der Konstellation, zu diesem Weg ins Finale. Schafft das Bayern München, schafft es nicht? Wo seht ihr momentan noch die Mannschaften auf Augenhöhe? Ist es Real, ist es Man City, ist es Juve, ist es sogar Barcelona? Keine Ahnung, gerne eure Meinung in die Kommentare, lasst uns dort weiter diskutieren. Ich würde sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Ahmed, ciao, ciao.